Herzlich willkommen zum heutigen Video. Im Bereich des kollektiven Verhaltens hat die Natur seit langem die Geheimnisse für außergewöhnliche Koordination und Intelligenz bewahrt. Von schwärmenden Bienen bis zu schwimmenden Fischen haben die Tiere die Kunst der Selbstorganisation gemeistert. Aber was wäre, wenn wir die Kluft zwischen der Weisheit der Natur und der künstlichen Intelligenz überbrücken könnten? Wir betreten die Welt der biohybriden Systeme, wo Roboter mit Tiergruppen zusammenarbeiten, um die Geheimnisse der Entscheidungsfindung zu entschlüsseln. In diesem Video geht es darum, wie ein Bienenschwarm mit einem Fischschwarm kommuniziert und was das für zukünftige Ökosysteme oder sogar dich ermöglicht. Wissenschaftler aus Graz haben vor kurzem Roboter entwickelt, die mit Tierarten interagieren können und so das Beste aus beiden Welten zusammenbringen. Diese bemerkenswerten biohybriden Systeme ermöglichen es uns, die kollektive Intelligenz von Tieren anzuzapfen und gleichzeitig neue Fähigkeiten durch künstliche Technologie einzuführen. In einem bahnbrechenden Experiment haben Forscher Roboter in Gruppen von Honigbienen und Zebrabärblingen integriert, die in verschiedenen Städten in Österreich und der Schweiz leben. Die beiden unterschiedlichen Arten, die durch Entfernung und Umgebung voneinander getrennt sind, hatten die Möglichkeit, miteinander zu interagieren. Was dabei herauskam, ist eine außergewöhnliche Demonstration des interspezifischen Informationstransfers. Die autonomen Robotersysteme integrierten sich sozial akzeptiert mit den Tiergruppen und ermöglichten so, kollektive Entscheidungen zu treffen. Diese Roboter, die sowohl im Wasser als auch in der Luft operieren können, haben ihre vielfältigen sensomotorischen Eigenschaften über Artgrenzen und Ökosysteme hinweg unter Beweis gestellt. Dieses bahnbrechende Experiment zeigt nicht nur, dass es möglich ist, mehrere Arten in biohybride Gruppen zu integrieren, sondern öffnet auch die Tür zu einer neuen Ära der künstlichen kollektiven Intelligenz. Indem wir die unvergleichlichen Wahrnehmungsfähigkeiten der Tiere und ihre bemerkenswerten Gehirne nutzen, können wir die autonome Entscheidungsfindung auf ungeahnte Weise verbessern. Für das Experiment wurden Roboter oder sagen wir einfach robotische Avatare für die Interaktion mit verschiedenen Tierarten entwickelt. Bei Honigbienen strahlten die Roboter Wärme aus, was junge Honigbienen anlockte, da sie eine bestimmte thermische Umgebung bevorzugten. Bei Fischen ähnelten die Roboter einem Köder, der die gleiche Größe und die gleichen Bewegungsmuster wie Zebrafische aufwies. Sowohl die Roboter als auch die Tiere reagierten ähnlich aufeinander und konnten einen Konsens erzielen. Die Bienenroboter verfügten über Nährungssensoren, um die Dichte der Bienen in der Nähe abzuschätzen, während für das Fischrobotersystem eine Kamera und ein Blob-Detektor verwendet wurden, um die Position der anderen im Schwarm zu bestimmen. Die Tiere hatten binäre kollektive Entscheidungen zu treffen, indem sie entweder den Bienenroboter wählten, um den sie sich versammeln sollten, oder sich für eine Bewegung im oder gegen den Uhrzeigersinn innerhalb eines Rings zu entscheiden. Ziel des Experiments war es, die Selbstorganisation in Tiergruppen durch diese Interaktion zu untersuchen. So viel zu diesem genialen Experiment in aller Kürze. Stell dir nun die möglichen Anwendungen vor, von der Umgestaltung von Ökosystemen durch selektive Neuverdrahtung bis zur Revolutionierung unseres Verständnisses von kollektivem Verhalten. Die Zukunft ist rosig für biohybride Systeme, in denen Roboter und Tiere zusammenarbeiten und die Grenzen der Intelligenz und der Zusammenarbeit verschieben, vielleicht sogar jene zum Menschen. Doch wenn wir glauben, dass wir als Menschen die Erfinder der Kommunikations über selbst unterschiedliche Organismen sind, dann muss ich euch enttäuschen. Sogar Blumen und Bienen kommunizieren beiderseitig mit technisch sehr hochwertigen Signalen, die wir gerade erst verstehen und entschlüsseln können. Für Fans von Filmen wie Avatar oder Star Trek werden diese Erkenntnisse nichts Neues sein und die anderen, nun ja, die wissen es einfach nur noch nicht. Begleite uns auf dieser außergewöhnlichen Reise, auf der wir die Geheimnisse der Natur entschlüsseln und einen neuen Weg zu einer stärker vernetzten Welt einschlagen. Abonniere jetzt und verpasse in Zukunft nichts.